Moin aus Hamburg und ein frohes neues Jahr mit dem ersten Video in diesem Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ja, wir setzen da an, wo wir letztes Jahr aufgehört haben mit Order Arten. Wir haben das ja an dem Flipchart so ein bisschen erklärt und ich möchte jetzt gerne reingehen in die Software und euch diese Order-Variation nochmal mit Tools bestücken. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt anfangen und ich gehe mal in unsere Software rein und wir sehen hier, das ist der MetaTrader 4. Es ist eine spezielle Handelsplattform, aber das, was ich euch jetzt zeige, könnt ihr auch auf anderen Softwareplattformen sicherlich umsetzen. Bei dem MetaTrader 4, bei dieser Software, haben wir bestimmte Möglichkeiten. Hier muss man vielleicht nochmal ausholen mit dem Broker. Der Broker möchte natürlich gerne, dass wir viel handeln. Der möchte auch gerne, dass wir große Positionen eingehen. Ich als Coach möchte natürlich eins, dass wir das Risiko immer ziehen, dass wir immer wieder einen Fokus auf das Risiko lenken. Deswegen nicht erschrecken, dass der eine oder andere Broker uns ermöglicht, sehr einfach zu ordern, aber da, wo nachher die Spreu sich vom Weizen trennt, nämlich wenn an das Risiko reingeht, wir dort immer alleine gelassen werden. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie wir das aber überbrücken können. Also es gibt den MetaTrader eine Funktion hier oben links und da seht ihr schon, da kann man also nur eins eingeben, wie viel Volumen man handeln möchte, kaufen oder verkaufen. Und ihr seht es auch hier an diesem Bereich. Das kann man hier, man kann die Order beginnen mit einer Market Order. Market Order, wenn ihr euch in dem siebten Teil euch nochmal daran erinnert, Market Order bedeutet eine, ja, zum nächst verfügbaren Preis. Würde ich jetzt hier drauf drücken, ich mache das mal hier, dann erscheint hier nochmal ein Fenster und ich bin jetzt im Markt. So, das heißt, ich habe hier eine Order zum nächst verfügbaren Preis. Bei einem sehr, sehr ruhigen Markt wie jetzt hier um diese Uhrzeit passiert hier auch nicht so viel. So, die andere Möglichkeit, und da besteht das bei dem MetaTrader 4 auch die Möglichkeit, ist über ein Fenster zu gehen, nämlich neuer Auftrag. Und da öffnet sich also jetzt ein relativ großes Fenster und da sehen wir schon, dass wir das Volumen eingeben können und was wir hier platzieren können, sind sogenannte Pending Orders, Marktausführung. Ich kann hier Lot Size eingeben. Ja, kaufen, verkaufen und dann haben wir hier eine Pending Order und das haben wir letzte Woche im letzten Video besprochen. Eine Buy Limit Order bedeutet nichts anderes, ich kaufe zu einem bestimmten Preis. Und aktuell nochmal zur Wiederholung, der aktuelle Preis liegt jetzt bei 16.613 Punkte. Wenn ich eine Limit Order platziere, muss dieser Preis unter dieser Kerze sein. Platziere ich eine Buy Stop Order, muss der Preis oberhalb des aktuellen Preises sein. Und genauso ist das eben halt, wenn wir eine Sell Limit Order, Sell Stop Order platzieren. Was wir hier auch noch sehen, ich kann einen Stop Loss platzieren und das ist Regel Nummer 1. Das werden wir in den nächsten Wochen immer wieder besprechen. Trade immer mit einem Stop Loss. Das ist deine Versicherung für das Konto. Hier haben wir die Möglichkeit, den Stop Loss, wie gesagt, einzustellen. Das ist so ein bisschen wirklich Old School. Und wir im Traders Club benutzen dafür aber ein anderes Tool, das wir eigens programmiert haben, weil wir der Meinung sind, dass das, was auf dem Markt hergibt, zu wenig ist für uns. Und dieses Tool ist exklusiv bei uns programmiert worden, für uns programmiert worden im Haus hier. Und das ist der Trade Manager. Ich hole dir mal rein. Und dann seht ihr auf der rechten Seite dieses Tool. Und hier habe ich genau das gleiche, Buy und Sell. Dann habe ich Limit und Stop. Das Interessante hierbei ist nur, wenn ich eine Order platziere, kann ich auch das Risiko einstellen, 1%. Das werden wir in den nächsten Wochen, wie gesagt, detailliert besprechen. Ich habe die rote Linie als Stop-Loss-Marke. Ich kann meine Gewinnziellinie hier platzieren und das relativ einfach. Und wenn wir jetzt mal sagen, wie war das nochmal, Carlos, mit dem Buy-Limit, Buy-Stop? Schaut mal, diese grüne Linie ist die mehr oder weniger Kauflinie. Wenn ich die oberhalb platziere, wechselt die Software in Buy-Stop. Gehe ich unterhalb, geht es auf Limit. Das heißt, dieses vielleicht von mir kompliziert erklärte Orderarten und die komplizierten erklärten Orderarten werden von der Software übernommen. Aber der Clou an dieser Software ist letztendlich, meine Damen und Herren, dass wir das Risiko und Money Management sauber hier ausführen können. Das heißt, ich drücke hier auf Buy, platziere zum Beispiel meinen Stop-Loss hier unten auf das letzte Tief, sage, ich möchte nicht mehr als 1% Risiko, möchte vielleicht ein CRV von
von 2 oder 3 oder wie auch immer und drücke dann hier auf Ausführen und bin dann direkt im Markt. Das Interessante jetzt hierbei, meine Damen und Herren, für alle, die jetzt in der Vorbereitung sind für ihren ersten Trade, wenn dieser Trade nicht für uns läuft, nicht in unsere Richtung läuft und nach unten läuft, dann sind maximal 1% verloren vom Depot. Ja, ihr seht, ich kann das Ganze auch hier ganz einfach schließen. Ich mache es nochmal und gehe jetzt mal in die andere Richtung, also in den Bereich Short. Ich platziere also eine Short Order. Den Stop Loss platziere ich hier oben auf die rote Sonne und werde jetzt dann diese Order ausführen und drücke drauf. Und wir sehen hier unten per One-Click sind wir jetzt short. Geht der Markt jetzt nach oben, dann verlieren wir das maximale Risiko, was wir eingestellt haben. 1% ist eine klassische Richtlinie, aber wir könnten, meine Damen und Herren, auch ein halbes Prozent, Viertel Prozent als Risiko einstellen. Wenn ich zusammengefasst euch das jetzt nochmal erklären würde, bevor du also einen Trade eingehst mit deiner Strategie, ja, dann solltest du dir erstmal A im Klaren werden, gehst du mit einer Market Order, gehst du mit einer Stop-Loss Order rein, lässt du dich einstoppen etc. Das sind vielleicht am Anfang schwierige Entscheidungen, weil das Vokabular etwas speziell ist. Nachher, wenn man wirklich 10, 20 Trades mal platziert hat auf Demo, dann ist das relativ einfach. Die Frage ist, die du dir stellen musst, will ich sofort in den Markt rein? Dann gehst du mit einer Market Order rein. Die zweite Frage sollst du dir aber immer auch stellen, warum will ich sofort in den Markt? Dann habe ich Angst, dass der Kurs wegläuft. Oder willst du lieber sagen, okay, ich habe einen bestimmten Preis, den ich haben möchte aufgrund von technischer Analyse, dann platziere ich entweder eine Buy Limit oder Buy Stop Order. Wichtig hier noch zum Abschluss, eine Stop-Loss-Order, also da, wo unser Verlustbegrenzungsstop liegt, ist immer eine Market-Order. Das heißt, wenn der Markt berührt wird, definitiv fliegen wir raus. Nur zu welchem Preis hängt immer darauf an, wie volatil der Markt ist. Ich würde von der theoretischen Seite die Causa-Order-Arten jetzt erstmal schließen wollen und würde mich dann nächste Woche mit euch gemeinsam auf die Kerzendarstellung, Balkendarstellung rannehmen, dass wir uns immer Step by Step uns für unseren ersten Trade vorbereiten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine erfolgreiches Jahr 24, eine erfolgreiche Woche, viel Disziplin, denn das benötigen wir beim Trading. Und wenn ihr Freunde habt, die Trading lernen wollen, könnt ihr gerne diesen Kanal empfehlen. Ansonsten bis dahin, nächste Woche bin ich wieder da und wünsche euch allen gute Trades.